Willkommen zur bisher zweiten Folge von Kunarium, einem durchaus sehr lovecraftigen Lovecraft-Spiel, könnte man quasi sagen. Und an der Stelle darf ich noch kurz darauf hinweisen, ich nehme das hier direkt nach der ersten Folge auf und ihr habt euch sicherlich daran erinnert, dass ich in der ersten Folge gefragt habe, wie euch es gefallen würde, wenn ich da ein bisschen mehr spielen würde. Und ich hatte ja, wie gesagt, Lust, hier direkt mal noch eine zweite aufzunehmen. Deswegen nicht wundern, dass ich hier in dieser Folge noch nicht auf eure Kommentare eingehe. Das mache ich dann in der dritten Folge, denn ich wollte einfach mal gucken, beziehungsweise brauche ich ja noch ein bisschen Material für mein Lovecraft-Special, das dritte. Und wir haben festgestellt, dass hier so einige Dinge komisch gelaufen sind. Und das ist schon, muss ich sagen, relativ straightforward. Ich bin mir auch noch nicht so ganz so sicher, was hier noch kommt. Gerade auch, was zum Beispiel Gegner angeht. Also was für eine Art von Spiel das hier wird. Lovecraft ist natürlich immer sehr horroraffin. Ist hier gerade was zugegangen, oder? Deswegen kann ich... Und insbesondere diese Dinger hier machen mir ein bisschen Sorgen. Aber da können wir im Moment noch nichts aufnehmen. Deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge. So, hier, Krankenstation. Es ist keiner da und es sieht jetzt auch gerade nicht so aus, als wäre hier irgendwas total Mysteriöses. Ah, The Wit. Was sagt er denn bezüglich psychoaktiver Pflanzen? Sati und The Verarsche. Lese ich da irgendwie immer. Okay. Die scheinen also wichtig zu sein und vor allen Dingen scheinen sie auch alt zu sein, als wären das Pflanzen, die hier schon relativ lange auf diesem Planeten herum existieren. So, was haben wir hier? Eine Krankenakte? Die UPAUD, Antarktis-Expedition, Einverständniserklärung. Durch Unterschreiben dieses Dokuments erklären Sie sich mit den unten verfassten Bedingungen einverstanden. Falschaussagen, die wissentlich oder vorsätzlich gemacht werden, einschließlich auf Affidavits oder anderen weiterführenden Dokumenten, die in diesem Zusammenhang eingereicht werden, können Strafen zufolge haben. Es tut mir leid, wenn ich bei einigen Worten immer so stocke, aber mit denen kann ich einfach nichts anfangen. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, meine täglichen Pflichten im Rahmen meiner Fähigkeiten bestmöglich auszuführen, den Anweisungen des Expeditionsleiters Dr. Faust Folge zu leisten und soweit erforderlich an dieser Reihe medizinischer Sitzungen der APAUD Antarktis-Basis teilzunehmen. Die Risiken der Teilnahme an den zuvor erwähnten medizinischen Sitzungen wurden mir ausführlich erklärt. Alle Fragen zur Prozedur, warum diese notwendig ist, welche Vorteile sie hat und welche Risiken sie birgt, wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich gebe durch Unterschreiben die Einverständniserklärung deshalb meine informierte Zustimmung zur Durchführung der Prozedur. Okay, und es haben alle unterschrieben. Nur mal ganz kurz lesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute sind also hier zugegen gewesen. Obwohl der Herr Dr. Faust hier gar nicht aufgeführt wird, also sind es 12, ne? Okay, also so um die 12 Teilnehmer. Und dann ist der Stand der Dinge ja aber der, dass diese ganze Expedition quasi nicht erst auf diese Sachen gestoßen ist und dann angefangen hat mit diesen Sitzungen, sondern die scheinen ja quasi schon klar gewesen zu sein. Oder wurde das Dokument danach erstellt? Teilweise kann natürlich auch sein. Ich finde es aber ein bisschen sehr merkwürdig. So, von Dr. DeWitt. Alle Teilnehmer sind ohne Probleme wieder aufgewacht. Warte mal, ist hier ein Datum? Nö. Warte mal, das ist... Achso, das waren die Aufzeichnungen. Doch, 49, 18.06. Alle Teilnehmer sind ohne Probleme wieder aufgewacht, mit Ausnahme von Frank Gilman. Um 1.45 Uhr hörte plötzlich sein Herz aufzuschlagen. Sein Körper war eiskalt und ich konnte keinen Puls feststellen. Gerade als ich eine Herzdruckmassage durchführen wollte, öffnete er für einen Moment seine Augen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sein Herz tatsächlich nicht geschlagen hatte, aber es konnten nicht mehr als 5 Minuten gewesen sein. Und dann folgte das Ereignis, das uns alle in Angst und Schrecken versetzt hat. Direkt nach seinem Erwachen sprach Dr. Frank, sprach Frank Dr. Faust persönlich an. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, denn seine Stimme war dumpf und kaum verständlich, aber ich bin mir sicher, dass die Stimme, die ich vernommen habe, nicht Franks Stimme war. Als praktischer Arzt kann ich behaupten, dass dies bei einem Menschen in seinem Zustand nicht vollkommen unmöglich scheint, aber das, was ich hörte, klang in höchstem Maße verkehrt. Kein menschliches Organ sollte dazu in der Lage sein, solche Geräusche zu produzieren. Waren wir besessen?
Waren wir besessen? Also wir sind tot gewesen. Also ja, es hat hier was mit Bewusstseinsübernahme dann ja offensichtlich zu tun. Ist ja auch etwas, was nicht unüblich bei Lovecraft ist und insbesondere bei den alten, großen Alten. Die ja durchaus in der Lage sind, ihr Bewusstsein auch, und das ist das Interessante, nicht nur über Raum, sondern auch über Zeit in andere Körper zu setzen. Jetzt muss ich mich gerade mal orientieren, sind wir von hier, sind wir gekommen. Okay, alles klar, die Tür gehen also dann nach einer Zeit wieder zu. So, wo geht's denn hier hin? Das ist kein Blut. Was ist hier? It's stuck. Da können wir auch nicht weiter gegenklimpern. Ich muss an der Stelle gerade noch mal dazu sagen, wenn ich irgendwie mal zucke, es kann nämlich sein, dass ich mich mal sehr erschrecke, weil ich habe quasi eine Lavalampe bekommen. Und die labert jetzt hier so ein bisschen vor sich hin, die wirft aber entsprechend halt auch mal Schatten. Und das kann mich das ein oder andere Mal sehr irritieren. Kriegen wir das hier auf? Nee. Weil da liegt irgendwas, was wir sicherlich noch brauchen könnten. Im Inventar haben wir immer auch noch unsere Stange. Oh ja. Es wurde offensichtlich dann länger schon nicht mehr gegessen. Ach so, das war hier der Grund, warum wir da nicht durch die Tür gekommen sind. Da haben wir nicht so viel verpasst. Hier ist ein bisschen Zucker und Tee. Okay. Interessant. Ist alles so ein bisschen fertig. Ja. Schön, so, was haben wir hier? It's dark. Geht's auch nicht weiter. Dass die Musik gerade aufgehört hat, macht mir so ein bisschen Sorge. Geht's auch nicht weiter. Da ist er wieder. Also Musik. Oh, Fahrstuhl. War hier noch irgendwas? Ging es hier noch woanders hin? Ich schaue mich mal ganz kurz nochmal um. Also wir werden wahrscheinlich auch wieder nach oben kommen. Aber ich kann noch nicht so ganz einschätzen, was für eine Art Spiel das ist. Ob man hier Sachen quasi verpassen kann. Aber ja, ich glaube, nee, es war's, ne? Weil wir sind von da gekommen und dann sind wir hier und da war nix und da war nix und hier werden wir auch nichts nehmen können, okay. Nö, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Fahrstuhl. Gucken wir mal, wo der mich hinbringt. Ich habe den Verdacht, entweder nach unten oder nach oben, aber ich gehe mal von nach unten aus, jawohl. In ein neues Gebiet. Okay. Herzstillstand. Übernahme durch einen Alten. Irgendwelche Laute von uns gegeben. Ja, klingt jetzt erstmal nicht ganz so verkehrt. Ui. Der speichert. Können wir? Achso, wir können auch manuell speichern. Das sollte man vielleicht mal machen. Warte mal ganz kurz, bis er oben links fertig ist mit Speichern. Und dann will ich das mal ausprobieren. Okay, wir können schnell speichern. Und jetzt will ich einmal schnell laden. Also nicht wundern, aber nur, dass ich es mal ausprobiert habe. Weil das ist ja durchaus eine interessante Mechanik. Okay, das funktioniert aber sehr gut. Das müssen wir uns bestimmt irgendwann auch angewöhnen. Dass wir das öfter machen. Okay. Das ist interessant. Das ist also der Fahrstuhl nach oben. Das ist unsere Taschenlampe, die hier so... Ist das ein Baum? Ja, sieht aus wie ein Baum. Ich meine, das ist ja nicht verkehrt. So einen Baum zu haben. Aber ich würde mal behaupten, etwas unüblich ist das trotzdem. Dass man nicht reingucken kann, finde ich nicht gut. Link Ah!
Okay, der scheint uns so ein bisschen wegweisen zu wollen. Merken uns Link Elevator. It's dark. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist da ein Schild oder irgendwas? Klaus Ferris. Könnte natürlich sein, dass das irgendwas zum Ernten war. Weil wir wissen ja, irgendwas ist hier auch mit Pflanzen. Und hier ist das Depot. Dann würde ich erstmal kurz hier reingucken. Nach Möglichkeit. Oder auch nicht. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Dann gucken wir erstmal, was es hier mit dem Biolabor auf sich hat. Upaut. 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 Upu, upuaut. Ach, ist mir auch egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Derby Pigman, Schneiderstiftung, 48 bis 49. Was ist denn das für ein Symbol? Auge, wa? Okay. Okay. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Pflanzen. Irgendwelche Flüssigkeiten. Hier ist was eingefroren. Das sieht aus, als wäre irgendwas da drunter. Aha! Oh! Was? Die Katze. Die Katze ist in Gestalt der Katze aufgetreten. Und möglicherweise ist das nicht nur eine Katze. Bevor wir hier irgendwas anfassen, würde ich erstmal mich ein bisschen umgucken, weil ich habe den Verdacht, das könnte... Eieiei, so, der Ursprung des Konariums. Das ist das, unser kleines Gerät an der Hand. Also an der linke, ne? Dr. Faust hält sich äußerst bedeckt, wenn es darum geht, wie er auf diese Idee für das merkwürdige Erkundungsgerät kam. Das haben wir uns also gebaut. Das er bereits vor langer Zeit gebaut hat. Er ließ mir gegenüber lediglich durchsickern, dass er verboten und verloren geglaubte Schriften gefunden hätte, die von einem Gerät außerirdischen Ursprungs handelten. Doch verweisen auch diese Quellen nicht auf die Existenz solcher Wesen auf der Erde. Beweise dafür finden sich lediglich in den Träumen, ja gleich, mancher Individuen wieder, die regelmäßig ein bestimmtes alkaliartiges Kraut gekaut haben. Die Sitzungen im Tagesraum, die dazu gedacht waren, unser Nervensystem an die fremdartigen Impulse der Maschine anzugleichen, waren äußerst beängstigend. Eine übermäßige Verwendung der Maschine führt den menschlichen Körper an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Doch nun, da ich mich an diese nichtmenschlichen Gefühle gewöhnt habe, kommt es mir so vor, als würde das Gerät meine Gedanken klären, damit ich mehr als je zuvor aufnehmen kann. Da es sich bei diesen Sitzungen um ein gemeinschaftliches Erlebnis handelt, ist jedoch das Eigenartigste daran, dass ich Eindrücke, Ideen und selbst Erinnerungen der anderen Teilnehmer erhalte. Ah. Für gewöhnlich schweifen meine Gedanken nach dem Ende der Sitzung ab und ich kann nicht klar denken, bis ich einige Stunden Schlaf abbekommen habe. Dieses merkwürdige Gerät verwirrt Körper und Geist, doch ich bin der Überzeugung, dass diese Erfahrungen von unschätzbarem Wert sind. Schreibt wer? Notizen, okay. Was ist das? Das ist irgendeine Rolle, die nehmen wir aber mal mit. Ah, da, so eine kleine Walze. Da ist nichts mehr. Und da ist nichts mehr. Hier ist ein bisschen unaufgeräumt. Die Katze macht mir gerade ein bisschen Sorge. So, jetzt haben wir da... Achso, okay, verstehe. Unfortunately, one of our researchers, C. Lenning, was found dead in the biolab last Tuesday. Cause of death is currently uncertain, but judging by the accumulation of a mass of green substance found in his mouth and throat area, Dr. Barlow, our botany expert, thinks that Lenning was smothered by small, sticky, greenish clumps that look like pollen, belonging to the living samples of the plant Sahiti, which is thought to have become extinct during the Paleozoic era. Dr. DeWitt
We'll perform a post-mortem examination on his body soon. Okay, das ist nicht so cool. Können wir mal in Journal gerade gucken. Persönliches Tagebuch, ist irgendwas Neues? Okay, das ist ja das, was wir gerade gehört haben. Okay, jetzt ist das die Saiti-Pflanze? Ich gucke mir die gleich in Ruhe an. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass danach hier sich einiges ändern wird. Jetzt haben wir hier, geht's hier noch weiter? Locked. Das ist abgeschlossen. Okay, also. Ich mag dich, kleine Katze, wirklich. Aber das mit dem Ding, das musst du dir nochmal überlegen. Das war nämlich nicht so cool gerade mit deinem Schatten. So, was kann schon passieren, wa? Ja. Ist immer ein gutes Zeichen. Gerade wenn es um außerirdische Sachen geht oder Dinge, die seit langer Zeit ausgestorben sein sollen. Ja. Mhm. Okay. Ist das unser... This is Frank Dillon. Okay. Can anybody hear? Kommt das... Ah ja. Oh, Kitty, nein. Kitty, lass das. Kitty. Kitty, das ist gar nicht cool. Oh. Kleine Alien-Kitty. Okay. Wir können uns aber auch nicht so richtig verstecken, glaube ich. Nur, weil ich jetzt gerade so nicht ganz sicher bin, was jetzt hier passiert. Oh. Nein. Oh. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so gut. Alter, was geht denn hier? Der sieht tot aus. Who is this? It's impossible to determine with so much decomposition. Der scheint also schon länger zu sein. Das ist ein Schlüssel. Die Notiz können wir lesen. Die Ausgrabung im ringförmigen Gebäude, das wir über den Linkaufzug erreicht haben, konnten wir heute endlich abschließen. Der Monolith, Alter, der stillschweigend darauf gewartet hat, wiederentdeckt zu werden, kann jetzt umfassend untersucht werden. Dieses prächtige Stück Handwerkskunst lag unter einem Haufen Schutt vergraben und existiert womöglich seit der frühesten Geschichte der Menschheit. Ich kann meine Gefühle nicht mit Genauigkeit beschreiben, doch ich war absolut fassungslos, als ich zum ersten Mal in den uralten Hallen vor diesem gigantischen steinernen Werk stand und über die großen... über die Auswirkungen dieser Entdeckung nachdachte. Nur Gott weiß, wie viele Zeitalter seit seiner Entstehung vergangen sind. Pardon. Wenn ich nur daran denke, wie alt dieser Monolith ist, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Welche Zivilisation wäre imstande gewesen, solch ein Meisterwerk zu erschaffen, das nun einsam und verlassen vor uns steht, ohne die Geheimnisse seiner Meister preiszugeben? Des Weiteren konnten wir einige Symbole entdecken, die der Felskunst aus der Sahara im Südosten Algeriens ähneln, auch wenn die meisten davon leider irreparabel beschädigt sind. Wir haben keine unumstößlichen Beweise gefunden, doch Cornell Blake hält eisern an der Theorie der Kontinentalverschiebung fest. In jedem Fall haben wir nicht genügend Daten, um das Alter des Monolithen genau bestimmen zu können, aber es ist nicht zu leugnen, dass die Geschichte wieder einmal umgeschrieben werden muss. Okay. Oh, yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Ja, cool. Schön, dass sie hier ist.
Okay, wir haben also einen Schlüssel. Ich sehe relativ wenig. Ein bisschen Pflanzen und tentaglich. Oh, ja, okay, yes. Danke. Ja. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Fehlt hier eine? Da fehlt doch eine. Na, schön. Sehr schön. Ja. Shit happened. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ich weiß noch nicht, wofür. Könnte aber mit dieser Tür zusammenhängen. Es wird langsam mit diesem Spiel. Jawohl. Whoops. Eine kleine Skulptur. Das werden die Lebensformen sein. Ist das gut? Soll ich rausgehen? Kann hier gerade nichts machen. Ich versuche mal, den Raum doch mal zu verlassen. Okay, das hat damit nichts zu tun. Kann hier gerade aber auch nicht viel machen. Okay, ich musste hier einfach nur zu dieser Statue. Flashback. I believe no more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. I think you should retire to your room. I'm going to think a bit more. Sitzt da einer? Ich weiß es nicht. Okay, was haben wir hier? Kleines Schiff brennt ein bisschen da unten. So, das ist da auch wieder diese komischen Symbole. Antarktika, der südlichste Kontinent der Erde, an dem sich auch der Südpol befindet, ist eine nahezu unbewohnte, von Eis überzogene Landmasse. Die meisten Kreuzfahrten werden zur antarktischen Halbinsel unternommen, die sich Richtung Südamerika erstreckt. Sie ist bekannt für den Lemaire-Kanal und die paradiesische oder den Paradise Harbor, ist wahrscheinlich imposante, von Eisbergen flankierte Passagen sowie Port Lockroy. Eine ehemalige britische Forschungsstation, die in ein Museum umfunktioniert wurde. Die isolierte Landschaft der Halbinsel bietet außerdem einer Vielzahl von Tieren Schutz, darunter auch vielen Pinguinen. Der Rest des Textes ist leider nicht mehr lesbar. Agatha, mehr Markierungen auf der Karte. Okay. Ich mag diesen Ansatz auch so mit diesen Statuen, weil das ist ja auch oft was, ne? Dass irgendwas gefunden wird. In Lovecraft-Geschichten, was einfach so unmenschlich. Pardon. Oh, da musste ich zweimal niesen. Ich hoffe, ich habe das rausgenommen. Ansonsten entschuldige ich mich. Ich wollte sagen, dass so alte Objekte und Gegenstände gefunden werden, die Menschen einfach nicht ertragen können, weil sie so anders und eigentümlich sind. Das ist jetzt hier bei dieser, weiß ich nicht, Gurke mit Tentakelhut nicht ganz so extrem, aber. Ich finde es trotzdem einen guten Ansatz. So, die Frage ist jetzt, was kann ich machen? So, hier rausgehen. Ich sehe kaum etwas. Ihr werdet... YouTube wird das wieder so richtig schön auch kaputt konvertiert haben. Kann immer noch keinen... Ich versuche mal Taschenlampe anzumachen, aber gibt's nicht. Entweder ist hier was abgebrannt oder das soll so. Das ist, der Nachtmar ist das doch, oder? Ist das nicht das Bild der Nachtmar? Das sind die, ja, die Kreaturen, die sich beim Schlafen auf die Brust setzen. Aber ich glaube, hier ist ein anderes Bild. Irgendein anderes dämonisches Bild. Das ist nicht mehr ganz so neu. It's locked. Höhere Dinge. So, ich probiere es jetzt mal. Ah, ich kann im Moment nicht speichern. Dann ist alles in Ordnung.
Locked. Mein Versailles abgebrannt ist. Wundert mich bei den ganzen Kerzen nicht. Locked. Sollte man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Ich mach mir Sorgen, Leute. Jo, ich mach mir Sorgen. Ich mach mir Sorgen. Ich mach mir Sorgen. Tief einatmen. Aber ich mag, wie dieses Spiel umgeht mit seiner Thematik. Das sind jetzt natürlich immer noch keine absolut neuartigen Ideen. Aber ich mag's. Es gefällt mir. Ist ganz gut umgesetzt. So. Was haben wir denn hier alles? Den Schlüssel haben wir gerade benutzt. Was haben wir hier? Wow. Die Skulpturen mit mehr oder weniger humanoider Gestalt wecken in uns zuerst Erinnerungen an die Terrakotta-Armee, die für den ersten Kaiser Chinas als Grabeskunst erschaffen wurde und ihn im Jenseits beschützen soll. Doch ausgehend von den Informationen auf einigen der Basreliefs gehen wir mittlerweile davon aus, dass diese hölzernen Puppen oder Golems wohl zu dem Zweck erschaffen wurden, bestimmte Aufgaben für ihre Meister zu erfüllen. Sie gleichen damit dem ägyptischen Ushepti wird sein, Figuren, die ihren Besitzern im Leben danach dienen sollen. Diese Golems sind uns in verschiedenen Größen begegnet und vor allem die riesigen Varianten, die stillschweigend auf ihrem gemeißelten und abgeschliffenen steinernen Schemeln thronten, als ob sie darauf warteten, jederzeit einen Befehl zu erhalten, lösen enormes Unbehagen in der Gruppe aus. Jo, kann ich mir auch vorstellen, dass wir da nochmal was mit zu tun haben. Es gibt eine ganze Reihe von Toren, die in dunkle und feuchte Korridore führen, die zumeist bereits seit Ewigkeiten bestehen. Manche von ihnen waren von merkwürdigen, efeuartigen Gewächs überwuchert, das sich wie im Wind hin und her wog, obwohl hier unten keine externen Kräfte existieren, die dieses Verhalten auslösen können. Sie scheinen den unteren Etagen zu entstammen und bahnen sich ihren Weg durch Spalten in den Felswänden. Um dem abergläubischen Geschwätz in der Mannschaft Einhalt zu gebieten, widmete sich Dr. Barlow, unser Botanikexperte, höchstpersönlich der Untersuchung dieser Pflanzen. Die ersten Erkundungsmissionen mit dem U-Boot gaben Aufschluss darüber, was sich in den Unterwasserhöhlen befindet. Am auffälligsten waren die Bauwerke mit Öffnungen, die wie Türen oder Fenster aussahen. Dies führte uns zu der Frage, ob dieses Höhlensystem ursprünglich unter Wasser angelegt wurde oder ob es zu einem späteren Zeitpunkt überflutet und für seine Erbauer deshalb unbrauchbar wurde. Gibt's einiges. Antarktika, eine wissenschaftliche Abhandlung über die Geschichte des Weißen Kontinents. Zettel. De Vesser, könnte man auch sagen. De Vesser, der legendäre Trunk aus dem ältesten Mythen. Ich nenne es jetzt De Vesser, ja. Ich hörte zum ersten Mal vor mehreren Jahrzehnten von dieser äußerst mysteriösen Mixtur, als ich gerade meine These zu Salvia Divorunum, auch bekannt als das Salbei der Wahrsager, entogene Pflanze, die zumeist in religiösen oder schamanischen Zeremonien verwendet wurde, verfasste. Seit Jahrhunderten hat es niemand geschafft, greifbare Informationen über diese Mixtur in Erfahrung zu bringen, abgesehen von ihren legendären, mythischen, psychoaktiven Eigenschaften. In einigen Quellen war es das Getränk der Götter, in anderen ein Schlüssel, um das Tor zu Orten zu öffnen, über den konventionellen Verstand eines Menschen hinausgehen. Eine Brücke, eine einzige Brücke, die ein Mensch überqueren muss, um die Ketten des menschlichen Körpers abzustreifen. Die meisten Gelehrten würden bereits für einen Hinweis auf eine der unbekannten Zutaten einen Mord begehen. Danach habe ich mein ganzes Leben lang gesucht. Eine neue Formel schwirrt in meinem Kopf herum. Ich bin der Meinung, dass ich dank der neuen Hinweise, die ich während meiner Arbeit hier sammeln konnte, zumindest eine abgewandelte Form der legendären Trinkstruktur der Versailles produzieren kann.
Dversahe, das wird es nicht besser hinkriegen, produzieren kann, wenn nicht sogar das Original. Okay, also die wird gebraucht, um die Verbindung herzustellen, würde ich ja sagen. Jetzt haben wir hier Aussprache der Zeissen. Okay. Kleinkram. Hier ist eine Karte. Schön, dass wir die einfach mal so komplett abgenommen haben. Antarktika. Okay. Ruinen der alten Stadt, eine gigantische Stadt und die Berge des Wahnsinns. Da, Name Dropping. Mountains of Madness. Ich bin gespannt. Das scheint ja extrem dicht an der Vorlage zu sein. Okay, die Frage, die ich mir jetzt stelle. Wir haben hier, glaube ich, alles durchsucht, war, weil wir haben ja noch den... die andere Geschichte da. Also das, achso, das war das, ja. Depot. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns mal in Richtung Link Fahrstuhl um. Oh. Huch. Frank, I don't know if you can hear me, but I am trying to search it. It is the only way. Okay. Hey, can you hear me? Damn it. Who was he? Oh, offensichtlich können wir... Nee. Können wir nicht. Was haben wir denn hier? Der Linkaufzug ist einsatzbereit. Wir können damit jetzt sowohl den Turm als auch die unterirdischen Etagen der Basis erreichen. Die Lagerausrüstung und die Teile für die transportablen U-Boote werden zum ersten Lager gebracht. Turmbasis für den Eingang. Okay, da brauchen wir so ein Kurbelding. Das ist doch schon mal interessant. Können wir denn theoretisch... Naja, das ist auch interessant. Können wir das theoretisch von hier nehmen? Nee. Ich würde sagen, dann fahren wir direkt wieder hoch. Wir gucken uns erst noch mal ein kleines bisschen um. Aber hier war ja nichts weiter. So, im Depot könnte man mal schauen, nicht wahr? Wir schon? Ne, das haben wir noch nicht. Tempel, überflutete Höhlen, Basis. Die provisorische Lagerausrüstung wurde ohne Probleme zu den unterirdischen Höhlen unterhalb der Basis transportiert. Die U-Boote funktionieren ebenfalls einwandfrei. Sie sind schneller und wendiger, als ich zuerst annahm. Wir haben mit der Erkundung der Unterwasserpassagen begonnen, aber es geht nur schleppend voran. Okay. Ach, guck an. Da kommen wir nicht weiter. Okay, also hier gibt es auf jeden Fall das, aber wir haben ja gerade weiter nichts. Das heißt, wir gucken mal, ob wir nochmal irgendwo was Spezielles finden. Wie kriegen wir den Fahrstuhl in Gang? Schon wieder? Nee. Hier können wir nichts weiternehmen. Der wird auch keiner haben. It's impossible to determine with so much decomposition. Tauen die langsam auf oder bilde ich mir das ein? Oh, yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Das bilde ich mir bestimmt nur ein. Okay, aber es sieht nicht so aus, dass wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Nur um sicher zu gehen, weil das ist halt bei diesen Spielen öfter mal so.
Falls ich jetzt hier irgend... Aha! Jo! Nice! So, wir nähern uns hier langsam dem Ende der Folge. Und ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dabei, dass wir uns hier noch ein bisschen mehr angucken können. Wenn ihr denn mögt, wenn ihr sagt, ach nö, komm, lass mal. Muss nicht sein, mach mal lieber nix. Dann kann ich das verstehen und ich finde es auch nicht schlimm, dann spiele ich das nämlich einfach so weiter. So, wo wollen wir denn hin? Oben geht's zum Turm, unten geht's in die Höhle, ne? Ich möchte, glaube ich, erstmal nach oben. Und fahr nach unten, scheiße. Scheiße. Das war ein bisschen lustig. Da wollte ich wirklich nach oben fahren. Hab aber mal, gut, wir fahren mal runter in die Höhlen, was soll da schon sein? Ist aber natürlich wahrscheinlich für den Ausblick, in Anführungszeichen, auf das, was das Spiel vielleicht noch bietet, gar nicht so verkehrt. Und das ist ja auch nicht uninteressant. Oh nein, wir haben Waffen. Merkwürdige Vegetation, so verwunderlich wie gefährlich, überwuchert einen Großteil der Flure. Unterhalb der Upuaut, ich kann nicht mal die Basis aussprechen, befindet sich eine geheime Welt. Und obwohl ich darauf gefasst war, diesen Ort zu finden, ist die Realität doch ganz anders, als ich zu träumen wagte. Wir versuchten uns gewaltsam einen Weg durch die Pflanzen zu bahnen, doch diese stießen bei Kontakt ein äußerst giftiges Gas über ihre Knospen aus. Ich wies die Expeditionsteilnehmer darauf an, sich von den Pflanzen und Höhlen fest fernzuhalten. Außerdem konnte ich ein merkwürdiges Phänomen beobachten, nachdem ich eine Probe eben jener Pflanzen untersucht hatte. Mir fiel auf, dass die einzelnen Ranken wie auf Kommando ihre Länge verändern konnten. Es scheint also so, als würde sich die Pflanze selbst bewegen, obwohl hier unten keine Luftströmungen existieren. Die Bewegungen erscheinen mir außerdem zu regelmäßig, um durch natürliche Faktoren ausgelöst zu werden zu können. Es mag verrückt klingen, doch ich habe das Gefühl, dass die Pflanze zumindest über ein rudimentäres Bewusstsein verfügt. Ja, geil. Lebende Pflanzen. Okay. Können wir schlagen? Okay, ich kann nicht schlagen. Sieht robust aus. Wie schlage ich denn? Gibt es da eine Möglichkeit? Ah, okay. Ich schau mich mal... Hey, anyone here? Schau mich mal kurz um. Dr. James? Dr. Morgan? Anybody? Where are they, for God's sake? Ich bin ein bisschen beeindruckt hier. Da geht Licht hin, aber... Ich höre auch komische Geräusche. Die Folge ist hier vorbei. Es tut mir sehr leid. Ich habe so das Gefühl, wir werden uns auch in der dritten Folge wiedersehen. Von daher... ja, mal schauen. Wie gesagt, ich habe ja die Kommentare aus der ersten Folge mir schon zu Herzen genommen und da werden wir ja sehen, oder ich werde ja sehen, wie euer Interesse da ist. Und wir haben ja schon eine zweite Folge hier an der Stelle. Auch wie gesagt, ich habe die erste Folge, beziehungsweise die zweite Folge direkt nach der ersten aufgenommen, deswegen konnte ich hier noch nicht auf alle Kommentare eingehen. Ich mache jetzt aber erstmal eine kleine Pause, check mal, was ihr quasi zu dem Ganzen sagt und dann gucken wir mal, ob wir uns auch in einer dritten Folge wiedersehen. Aber bisher macht das hier einen ganz soliden Eindruck, würde ich mal behaupten. So, genau, und mit diesen Worten, achtet auf eure Zimmerpflanzen, weil da könnte offensichtlich irgendwas nicht ganz richtig damit sein. Bis dahin, tschö!